Brücken bauen mit Musik, 30 Jahre Gato-Stiftung. Ja, Brücken bauen ist das, was nach der deutschen Wiedervereinigung und dem Ende der Sowjetunion so viele Menschen in Ost und West mit Begeisterung und Tatkraft taten und nach Jahren der Trennung die Menschen wieder aneinander näher heranzubringen. Gerade wir Deutsche haben in diesem Land und insbesondere in dieser Stadt vor dem Hintergrund unserer Geschichte im Zweiten Weltkrieg eine ganz besondere Verantwortung. Brücken bauen, und so war es auch der Familie Bernstorff ein Bedürfnis, im Geiste der Völkerverständigung die historischen Verbindungen der Musikwelt zwischen Deutschland und Russland wiederzubeleben. 1992 gründeten sie zusammen mit engagierten Musikfreunden die Gartow-Stiftung, benannt nach ihrem Gut in der Nähe von Hamburg, um Petersburger Musikstudenten und Dozenten, insbesondere in den schwierigen Jahren der 1990er, Anfang der 1990er Jahre, sie entsprechend unterstützen zu können. Die Gründerin und Stifterin der Gartow-Stiftung, Bettina Gräfin von Bernstorff, wäre sehr gerne heute Abend hier mit dabei gewesen, aber es hat leider nicht geklappt, was ihr, wie sie mir persönlich versichert hat, äußerst leid tut. Es freut mich aber, dass die hiesige Vertreterin der Gartow-Stiftung hier in St. Petersburg, Frau Popkova, heute dabei ist. Frau Popkova ist, ja, wie soll ich sagen, die eigentliche Organisatorin dieses Konzertes, und es ist ihr gelungen, auch unter diesen schwierigen Bedingungen hier, glaube ich, wie wir gleich hören werden, einen ganz tollen musikalischen Abend zu organisieren. Ganz herzlichen Dank, Frau Popkova, nicht nur dafür und nicht nur für diesen Abend. Sie war nämlich von Anfang an dabei. Sie haben von Anfang an hier die Stiftung mit aufgebaut und haben unheimlich viel in diesen 30 Jahren für die Gartow-Stiftung geleistet. Und wenn ich das ganz bescheiden noch anfügen darf, nicht nur für die Gartow-Stiftung, sondern auch für uns, für das Generalkonsulat. Wir haben mit Ihnen zusammengearbeitet, schon seit vielen Jahren. Sie haben uns unterstützt bei der Deutschen Woche in St. Petersburg mit vielen Veranstaltungen. Ich nenne nur beispielsweise die Konzertreihe mit deutschen Musikern um die Welt und die zahlreichen Konzerte und Meisterkurse, die Sie organisiert haben im Rahmen der Deutschen Woche. Hierfür ganz, ganz herzlichen Dank aus heutigem Anlass, Frau Popkova. Jetzt noch ein paar Worte zur Gartow-Stiftung. Sie macht es sich seit 30 Jahren zur Aufgabe, junge, begabte Musiker durch Stipendien zu unterstützen und ihnen die Teilnahme an internationalen Wettbewerben, Sommerakademien und Kursen aller Art zu ermöglichen, und das mit großem Erfolg für alle Beteiligten. So spielt zum Beispiel heute einer der Stipendiaten als Piccolo-Flötist bei den Berliner Philharmonikern. Die Stiftung hat nicht nur über 2300 Stipendiaten unterstützt, sondern auch Musikinstrumente gekauft, repariert, Noten angeschafft, internationale Fachzeitschriften abonniert und nicht zuletzt ein Steinway-Konzertflügel für das hiesige Rimsky-Korsakow-Konservatorium erworben. Die Gartow-Stiftung hat dadurch bleibende Verbindungen zwischen Russland und Deutschland geschaffen, nicht nur zwischen Menschen, deren gemeinsame Leidenschaft die Musik ist, sondern weit, weit darüber hinaus. Und gerade in diesen Zeiten, in denen wir Zeugen eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind, gewinnt dieses Engagement an besonderer Bedeutung. Unter diesen Bedingungen ist es uns nicht möglich, mit russischen Regierungsinstitutionen zu kooperieren. Umso wichtiger ist die Zusammenarbeit mit uns zugewandten Vertretern der Zivilgesellschaft, gerade im Kultur- und Bildungsbereich und bei Nichtregierungsorganisationen haben wir viele langjährige Partner und Freunde, für die wir auch und gerade in diesen schwierigen Zeiten
Ansprechpartner bleiben wollen und die unter diesen schwierigen Bedingungen sowie die Gator-Stiftung ganz wertvolle Arbeit leisten. Dafür danke ich Gräfin Bernstorff, Frau Popkova und allen, die zu dem Erfolg der Gator-Stiftung beigetragen haben, und gratuliere ganz herzlich zum 30. Jubiläum.
Thank you.
Thank you.